Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prothesio 3 de Tormented. Warum gucken Sie so rum? Guckt die schon immer so rum? Wir haben jetzt in dem Schränkchen etwas gefunden. Und wir gucken mal, wo wir jetzt... Wir müssen eigentlich zum... Wie heißt's? Zum Projektorraum zurück. Das ist eigentlich unser Ziel. Aber hier geht's woanders hin, glaube ich. Hier geht's hier... Verstehe. Oh! Hallo! Warum warten die hier einfach überall auf mich? Och, wer ist denn sie? Oh oh. Sie hat das Bild zum Kriseln gebracht. Was? Nein! Halt, stopp! Das hier ist... Ist jetzt gut, ja? Oh, uns geht's gar nicht mal so gut. Hieß es nicht Spiegelstein? Wenn du ihn in der Hand hältst, wenn du stirbst. Hier liegt immer was, das weiß ich. Sie guckt da nach unten. Los, sammelt das ein. Hä? Okay, dann halt doch nicht. Gut, wo bin ich? Also ich will da lang, ja, aber ich will erstmal das Video mit euch zusammen angucken. Oh nee, hier ist doch die komische... Okay, macht aller Macht. Okay, ist das Geisterradio eigentlich immer dabei? Ja, wo? Genau, hier wollte ich doch raus. Wir haben lange nicht mehr das Geflüstere gesehen. Hier wird es wieder... Also wird das Bild manchmal grau, ja, gell? Schon so. Da ist Blut. Hier geht's Blut weiter. Ich glaube, ja, das ist Blut. Hier geht's weiter. Wir gehen erstmal schnell ins Räumchen. Nur mal gucken, ob wir hier rein können. Aber ich glaube nicht. Ja. Lieben wir. Nelke. Warte mal, kann das sein? Wir brauchen einen Schminkspiegel. Von der Kimono-Frau. Brauchen wir einen Schlüssel, den ich mir gedacht habe, den ich schon habe? Den habe ich aber jetzt doch nicht. Kann das sein, dass... Please. Help me. Mit Kernfoto. Wie seid ihr denn? Hier.
Okay, wir sind noch nicht fertig. Da ist er. Leute. Hä? Wo ist er hin? Okay, wir haben ihn. Ich wollte doch nur Filmabend machen. Mann. So. Weisung. Gegen die haben wir doch schon gekämpft. Wir gehen einfach mal hier lang. Also die war doch jetzt eben. Die sind doch da über den Weg gelatscht. Ach, das ist die andere Seite hier. Liegt hier vielleicht was? Ja, hier liegt das. Ach, eine Kräutermedizin. Direkt neben, oder? Wie sieht's aus? Wie geht's uns? Ja, wir können schon mal eine gönnen. Oh Gott. Gut, ich finde immer mal einen, das ist sehr gut. Ich glaube, wenn wir bei 3 Kräutermedizin angekommen sind, habe ich Angst. Da war doch schon Blut hier. Wir speichern erstmal ganz kurz. Haben wir das nicht schon fotografiert? Ist das nicht das gewesen mit den 4 Typis? Ja. Ich speichere erstmal kurz. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier rum. Du hast eben Blut gesehen. Wie so eine Bluttür oder so. War das hier die Tür? Ja. Das war auf jeden Fall das Gruppenbild, das wurde hier geschossen. Ob sie die. Haben wir schon gelesen, ob die lebendig da hingestellt wurden oder ob die vorher umgebracht haben? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hier haben wir gestartet, oder? Nee, gestartet. Ja, ich glaube, hier haben wir gestartet. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück in den Kimono-Raum. Ich überlege halt wirklich, ob wir die gegen die kämpfen sollen. In dem kleinen Schlüssel. Aha. Weil jetzt haben wir ja eigentlich hier alles abgegrast, was geht. Das Einzige, was hier angezeigt wird, ist die Tür, wo wir öffnen müssen. Stunden gibt es eigentlich. So, wir gucken nochmal hier, ob die andere Tür jetzt plötzlich aufgegangen ist. Hier ist das ganze Blut. Geht es an der Tür? Warte mal. Ach ja.
Ach so. Ach, hier sind wir. Oh, 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 oh. Wo wir von da oben kamen war. Wir gehen mal ganz kurz hier gucken, ob die andere, ob die Tür noch zu ist. Da. Hier, genau. Der sich hier noch dagegen lehnt. Und dann gehen wir nochmal ins Kimono-Zimmer. Ah, ist verschwunden. Ah. Ich bin kein Fan von diesem Raum, der ist viel zu groß. Damit sich der Spalt nicht öffnet. Ich bin hier ganz verbrannt. Oh, Risse. Na, Foto. Also. Ist der besoffen? Wo ist er? Okay. Zweite, nee, dritte. Einer noch. Der Geist hinterließ ein altes Buch. Buch Moria 1. Es wurden die besten Zimmerer zusammengerufen, um den Kuseschrein in den Tiefen einer großen Höhle zu versiegeln, dass kein Sonnenlicht die Dunkelheit erhält. Dann muss ein Schrein des Spalts vor der Höhle errichtet werden, mit Geisterbäumen als tragende Säulen und Opfersäulen, so arrangiert, dass die Dunkelheit gereinigt wird und der Spalt nicht in die Welt dringt. Okay, 1, 2, 3 haben wir jetzt. Blitz. Effekt 1, wehrt Geister ab, bannt schwache Geister. Wenn Sie die O-Taste drücken und den Blitz verwenden, können Sie Geister verscheuchen in der Standardeinstellung. Wird ein Geist so verscheucht, gibt es vielleicht eine Blendenchance, aber manche Geister sind immun. Hat ein Geist Sie erwischt und drücken Sie rechtzeitig die O-Taste, können Sie dem Angriff ausweichen. Wenn Sie aus einem Traum erwachen, sind Ihre Blitze stets voll geladen. Je höher Ihre Stufe, desto höher Ihre Maximalkapazität. Aha. Zeig mir. Ich hoffe so, wir machen mit Ray den Endgegner. Sie ist jetzt so die Einzige, die ich aufgestuft habe. Die anderen gehen gerade ein bisschen leer aus. Geht's hier ab? Nein. Oder liegt was? Gut, ich brauche ja für einen Geist immer mindestens 20 Bilder. So, wir haben da... Ach stimmt, hier ist das Blut. Da war ja was. Und das Fotografieren hier. Hier Blut. Das ist ein längliches Kohlebecken. Die Asche darin ist feucht und es sieht aus, als wäre es schon lange nicht mehr benutzt worden. Okay. Okay. Gucken wir gerade, wir können hier nach oben. Da kann man hier praktisch hin. Oder wir landen hier. In dieser Feuerstelle. Können wir hier vielleicht aufmachen, aufschließen irgendwie? Oder ist das nicht gewollt? Oh, hier unten ist die Klappe wieder. Jetzt vermisse ich sie. Jetzt achte ich ständig auf die Klappe. So, hab's aufgemacht.
So, ich glaube, wir müssen jetzt dahin. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hin. Wir haben das hier nicht aufgekriegt, aber jetzt ist ja die Tür hier aufgegangen. Aber ich habe ja eigentlich gedacht, wir gehen erstmal ins Kimono-Zimmer wieder zurück, gell? Was war denn das hier nochmal? Himoro-Ruf. Hier haben sie die andere, ja, auseinandergezogen. Die machen hier ganz schön viel seltsames Zeug, muss man schon sagen. Auseinanderziehen, Leute in Säulen einbuddeln, verwandeln, was auch immer. Wo sind denn wir gerade? Ich finde uns nicht. Wo sind wir? Ach, hier. Okay. Wir gehen jetzt mal hier hinter und gucken. Verdammt, die Tür geht ja echt auf. Aber da kommen wir nicht hin. Das ist das. Hier sind wieder die ganzen Türen zu. Hier. Kräutermedizin ist gut. Ist gut. So, wir machen mal hier Hallo, Hallo. Das geht. Ach nein, Glück. So, also hier ist schon mal zu. Hallo, Hallo ist zu. Dann gucken wir mal hier hinten, ob wir das hier irgendwie aufkriegen. Hätten wir das auch ausprobiert und dann gehen wir mal hoch. Ah, alles klar. Gut, dann gucken wir mal hoch. Der Bücherschrank ist voll alter Bücher. Ich wollte darin lesen, aber die Feuchtigkeit. Aufeinander gestapelt. Es scheint mit einem Tattoo bedeckt zu sein. Mythen, Volkssagen, kennen wir auch schon. Kann das sein, dass es jetzt hier hinten weggeschiebt? Ja, es wurde tatsächlich weggeschoben. Achso, kann ich irgendwas hinlegen? Nee, ich kann es gar nicht ansprechen. Okay, wir gehen mal hier hoch. Ich weiß, da ist Blut. Warum ist da Blut? Das habt ihr doch rausgesehen. Warte mal, hier ist doch Blut. Ich habe jetzt eben im Augenwinkel Blut gesehen. Willst du was dazu sagen hier? Nee. Och nee, hier ist doch voll Kacke. Och nee. Oh, ich hasse es mit dem Licht. Muss ich da lang? Ja, ich glaube, wir sollten tatsächlich mal zum Kimono-Raum gehen. Also hier ist schon mal nichts mehr. Hier haben wir fertig. Da kommen wir nicht in die Mitte. Also gehen wir jetzt.
Da könnte man noch hingucken. Wir gucken erstmal schnell hier hoch. Hier irgendwas finden. Das bin ich auch noch nicht so richtig, warum man das jetzt da unbedingt sieht. Okay, hier redet sie einfach nicht. Okay, dann gehen wir nochmal unten lang. Gucken, ob hinten die Tür offen ist. Wenn nicht, gehen wir zurück. Ich habe die Tür jetzt eben voll vergessen hier hinten. Ach, das ist nur die Tür. Hä? Der Spiegel. An der Wand des Ganges ist ein großer Spiegel. Das Seil im Gang wackelt im Spiegel. Der lange, dunkle Gang, der sich hinter mir erstreckt, beunruhigt mich ein wenig. Ach ja, aber der Rest ist hier völlig, was ist das? Ich wollte doch auch noch zur Kimono-Frau, oh Mann. Hä, die tun mir nicht weh, oder was? Okay, hier ist irgendwo was. Ich speichere erstmal. Ich komme ja auch gar nicht weiter, weil wir die Masken nicht haben. Ich habe auch keinen Platz hier. Ja, bitte für einer. Also. Hier haben wir jetzt. Im Boden ist ein gähnendes Loch, als ob etwas Schweres durchgefallen ist. Im Loch ist es dunkel, ich kann nicht einmal den Boden darunter sehen. Aber da ist jetzt Nebel. Warum ist jetzt die Nebel? Nebel. Kann ich hier jetzt immer hin und her watscheln, so wie ich das will, oder was? Hä? Scheinbar kann ich hier nach draußen gehen. Wir haben jetzt erstmal den überlebt. Wir speichern mal schnell. Uiuiui.
Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und wir gucken morgen erstmal hier den Tempel fertig. Dann gehen wir eventuell nochmal nach draußen und dann gehen wir zu der Kimono-Frau und dann werden wir schon mal weitersehen, was wir hier tun werden. Auf Wiedersehen. Tschüss.